Was geht, Freunde? Weiter geht es mit einer neuen Folge The Witcher 3 Blood and Wine DLC. Schön, dass ihr wieder mit am Start seid. Freunde, wie immer natürlich Dankeschön für eure Unterstützung. Ich bin jetzt hier gerade auf dem Weg zur nächsten Nebenmission, die auch in die Kommentare geschrieben wurde von euch, die ganz gut sein soll. Die wir beim letzten Mal zurückgelassen haben. Mal schauen, ob wir da nochmal hingehen oder nicht. Aber wir machen erstmal das. Wir machen erstmal das. Und dann schauen wir mal weiter. Und zwar bis dass der Tod entscheidet. Die soll ganz gut sein. Vielleicht, wenn wir die gleich anfangen, erinnere ich mich auch wieder. Und ja, gerne weiter eure Schüsse voll, das Ganze. Würde mich freuen. Also, let's go. Was ist hier los? Ah, du kommst wegen des Auftrags? Bist du ein Hexermeister? Der Krach auf dem Friedhof. Bist du der, den er stört? Ja, und ob. Und der stört anscheinend nur mich. Jedenfalls hat sonst niemand irgendwelche Maßnahmen ergriffen, obwohl alle den Radar hören können. Ich habe schon die Herzogswache eingeschaltet, aber die will nichts gefunden haben. Vermutlich hat sie nicht mal nachgesehen. Was soll ich jetzt machen? Selber auf dem Friedhof rumschnüffeln? Und diesen Lärm gibt es jede Nacht? Und ob! Ich wohne nebenan. Ich höre es laut und deutlich. Als hätte mir jemand ein Hörrohr ins Ohr gesteckt. Dann krach, bumm. Als würde ein Bär im Geschirrschrank gebumst. Ich weiß genau, was du meinst. Was kriege ich denn dafür? Was? Willst du denn haben? Was? Das ist viel zu viel. Junge, rück raus jetzt hier. Aber das sind auch so Kleckerbeträge. Ne? Das ist ja voll lächerlich. Einverstanden. Sei nichts. Gut, ich kümmere mich darum. Gab es Opfer? Wird jemand vermisst? Oder gibt es nur ein Lärmproblem? Es ist zum Glück niemand zu Schaden gekommen. Wieso? Glaubst du, es ist ein Monster? Vielleicht. Vielleicht auch nicht. Es könnten auch Grabräuber oder Vagabunden sein. Man wird sehen. Ich weiß nicht, was ich schlimmer fände. Wie auch immer. Mögen die Götter mit dir sein, Meister. Alles klar. Gut. Untersuche den Lärm auf dem Friedhof. Gut, machen wir. Ich glaube... ich kenne die von damals noch. Bin mir mal nicht ganz sicher. Noch triggert es noch nicht so richtig. Ah, doch. Ich glaube, nichts zu hören. Ich sollte mich trotzdem umsehen. Suche mit Hilfe deiner Hexersinne. Ja, da bin ich schon dabei, auf jeden Fall. Da. Wo ist der Knacker denn nun wieder hin? Hm? Leere Weinflaschen, Essensreste, ein lautes Fest. Unwahrscheinlich. Hast du meinen Mann gesehen? Hm? Nein. Übrigens hat CD Projekt Red jetzt rausgehauen, dass sich das Spiel 50 Millionen Mal verkauft hat. Witcher 3, 50 Millionen verkaufte einen. Boah, krass. Man muss sagen, die letzten 5-6 Jahre gibt es das Spiel Nonstop Game of the Year Edition mit allen DLCs drum und dran 15 Euro so. Aber ist ja egal, es sind trotzdem 50 Millionen verkaufte Einheiten. Das ist halt auch, wie gesagt, Witcher 3 ist für mich immer noch das beste Beispiel. 98% der Leute hatten vorher, wenn nicht vielleicht sogar 99 oder noch mehr, der Leute, die sich das Spiel geholt haben, haben vorher bestimmt noch nie was von Witcher gezockt. Und trotzdem haben sie Spaß gehabt damit. Weil es einfach ein gutes Spiel ist. Ich sag's immer wieder. Du musst nicht immer Live-Game-Service haben oder dies oder das oder jenes. Mach einfach ein geiles Spiel und dann spricht sich das rum. Die Leute werden es, die Meinung teilen mit ihren Freunden. Das spricht sich rum und dann ist gut. Aber Grabräuber heulen und stöhnen doch nicht so. Witcher ist das beste Beispiel. Das hat sich einfach verkauft, so krass verkauft, weil es einfach ein geiles Spiel ist. Ende aus, Beginn aus. Mehr muss es nicht sein. Am Ende des Tages, egal ob 100 Stunden Umfang, 20 Stunden Umfang, 60 Euro, 80 Euro, es soll einfach ein gutes Spiel sein. So, hier.
Zertrampeltes Gras und eine Pluderhose. Diese Art von Stöhnen hat er sicher nicht gemeint. Ach so. Aber wo muss er diverse Spuren, aber nicht sehr aufschlussreich. Mhm. Ich muss bei Nacht wiederkommen. Das hätte aber auch gleich sein können. Das hätte so gleich sein können. So, einmal bis zur Nacht. Meditation, Celebration. Verdammt, da kämpft schon wieder jemand. Der Krach kommt aus den Katakomben. Aber die Mission haben wir gemacht damals, glaube ich. Damit ich wüsste nicht, von hier kommt also der Krach. Mensch, keiner da. Komisch. Nach einem Gruftweib-Lager sieht das auch nicht aus. Tja. Ey, diese Kerzen. Louis de Corentin. Gestorben am Sankt Soatan-Tag. Hm. Die Geräusche haben genau dann angefangen. Ziemlich neu. Die Beerdigung kann nicht lange her sein. Zerschlagen. Hat wohl jemand gegen die Wand geworfen. Hier ruht Margot de Corentin. Hm. Gold. Also keine Grabräuber. Gold hätten sie nicht zurückgelassen. Keine Monster. Keine Grabräuber. Nur etwas Unordnung. Vielleicht ist das doch nicht der Ort. Seltsam. Vielleicht nicht. Der Krach kommt eindeutig aus diesem Grab. Unmöglich. Ein paar Grabräuber, ihr Schweine, ey. Nicht mal, wenn du tot bist, hast du deine Ruhe. Warum leuchtet mein Schwert so rot? Was ist das denn jetzt? Hab ich irgendwas aktiviert? Was ist das? Warum leuchtet es rot? Komisch. Hä? Ist das ein Bug oder was? Ey. Stirb doch, du Hanswurst, ey. What the fuck? Eine kleine Katze. Verschlossen. Hm. Befehle von Robin. Aber gehört es. Dieser blöde Furzer Bruce wollte uns wieder betrügen. Aber hat das mit der Mission jetzt zu tun? Scheinbar hängt der Kerl seit Selinas Tod am Olemurs Friedhof rum und heult den Mond an. Ich gehe jede Wette ein, dass er den Schlüssel zu der Truhe bei sich hat, die wir zusammen mit dieser Schlampe begraben haben. Vielleicht können wir seinem Leid ein Ende setzen, wenn wir sein jämmerliches Leben im See ersaufen. Wenn er sich nicht schon selbst ertränkt hat. Ach so, ja, ja, okay. Nimm die Juwelen, okay. Ne, das ist doch was anderes. Ist sie gut, die Mission? Keine Ahnung, ich weiß nicht. Achso, ist nur eine Schatzsuche. Ne, lass mal gut sein. Das war das, oder? Ja. Okay, jetzt bin ich selber der Grabräuber, aber ich tue es für einen guten Zweck. Elfenschmiedewerkzeug. Geil. So, wir müssen nach oben eigentlich, oder? Gibt es hier noch so geiles Zeug? Wahrscheinlich schon, ne? Kurz mal eine Faust verteilt. Hm, da stimmt was nicht. Ich sollte mich verstecken und abwarten. Ah, okay. Da war ich doch vorhin schon instinktiv richtig. Hinter der Statue. Du willst den ganzen Tag nur rumliegen und mit diesen Karten rumspielen. Wie ein Zwerg. Ekelhaft. Pfui. Oh ja, viel besser als an Majorans Tempeltür zu stehen und von früh bis spät zu beten. Das ist der Dank. Ich habe für dich gebetet, dass du das Joch der Spielsucht loswirst.
Na, hat ja prima geklappt. Offenbar sind die Götter dein Genörgel auch leid. Hey, was machst du denn hier? Das ist ein Privatgespräch. Würdet ihr bitte etwas leiser sein? Die Nachbarn beschweren sich. Nachbarn? Wir sind doch alle tot. Ich kenne deinen Namen nicht, aber du musst mir helfen. Ich weigere mich, die Ewigkeit an der Seite dieses Heiden zu verbringen. Entferne ihn sofort aus meiner Krypta. Immer langsam. Wo liegt das Problem? Das ist meine Krypta. Und diese fromme Schreckschraube hört auch im Tode nicht auf zu zetern. Eine Ewigkeit voller Genörgel. Welch Elend. Ich war eine verblendete Idiotin, ihn zu ehelichen. Er ist ein Sklave des Kartenspiels, der sein eigenes Kind bei einer Runde Gwint verwetten würde. Das war nur einmal, verflucht! Es war ein Scherz! Wie oft soll ich das noch sagen? Und wer hat unser Vermögen in eine blöde Majoran-Statue versenkt? Ein frommes Werk wollte ich tun. Der unsterbliche Prophet hätte dieses Land von Blasphemie und Spielsucht erlöst. Wie hätte ich wissen sollen, dass es ein Betrug war? Ja, hätte dich nur jemand gewarnt. Rund 500 Mal. Ruhe! Mund halten! Alle beide! Wessen rechtmäßiges Eigentum ist denn die Krypta? Das fragst du? Sie gehört meiner Familie, den De Corentins. Hast du denn gar keine Bildung? Mag sein, aber es war meine Mitgift, mit der sie von deinen Gläubigern zurückgekauft wurde. Hör zu, wenn hier jemals Frieden einkehren soll, muss einer von euch gehen. Einen muss ich rauswerfen. Ja, nimm ihn, tu es und ich... Ich sage dir, wo ich seine besten Gwint-Karten versteckt habe. Was? Wusste ich es doch, dass du das warst. Und jetzt wirfst du mich aus meiner Krypta und bezahlst noch mit meinen Karten dafür? Verdammt nochmal! Hätte ich diese Karten beim Turnier in Belhaven gehabt, dann wäre ich noch am Leben! Es ist deine Schuld, du räudige Ratte, dass sie mich erstochen haben! Sie haben dich wegen deiner Schulden erstochen! Damit hatte ich nichts zu tun! Komm schon! Du wirst doch nicht auf diese Betschwester hören! Ich weiß genau, wo sie die Karten versteckt hat. Ich sag es dir selbst, sobald du sie rausgeworfen hast. Ich muss darüber nachdenken. Also gut, einer von beiden muss weichen. Also sprach der Prophet Majoran, du sollst nicht um Geld spielen. Wonach er unverzüglich hinzufügte, denn für mich hast du nichts übrig. Ketzer, sei still! Mit dir rede ich nicht mehr. Ich nehme die jetzt einfach, ist mir ich. Egal, ehrlich gesagt, ganz ehrlich, ist mir ich. Nein, halt! Oh, wenn es schon sein muss, dann bring mich doch bitte an einen erfreulichen Ort. Ist mir einerlei. Wohin willst du? Zum Grab meiner Mutter, auf dem alten Friedhof vor der Stadtmauer. Ein reizender Fleck nahe am Seeufer, mit ganz außergewöhnlicher Flora. Außergewöhnliche Flora. Wo genau ist das Grab? Unter den Armen einer Kastanie. Auf dem Grabstein steht ihr Name, Micheline Belle-Rose. Dass ich nicht auf Mama gehört habe, als sie mich vor diesem Lump gewarnt hat. Tja, warum sagt ihr das nicht gleich, weißt du? Warum sagt ihr nicht gleich? Ja, von mir aus, aber bring mich dann, wo es geil ist. Bring mich dahin. Endlich Ruhe. Weil für uns jetzt als Geralt kann es ja, weißt du? Ja, wir holen uns erstmal die Belohnung ab, oder? Erstmal die Belohnung. So, Löckchen. So, hast du mich Löckchen genannt? Meint der mich? Persönlich. Junge. Hier in Beauclair ist das Leben nicht schwer.
diese Parole. Oh, Majoran. Ah, lecker Schmecker. Junge, da ist doch der Eimer neben dir. So, du bist ein Schwein. Du bist ein Schwein. Hallo, ich bin fertig. Auf dem Friedhof ist es jetzt wieder schön leise. Ah, wieder im eigenen Bett schlafen. Im Schlauberger wird es auch immer lauter. Die Gäste gebärden sich wie die Besessenen. Vor allem dieser Irre, der ständig nur Odrin brüllt. Aber sag mir, was war los auf dem Friedhof? Waren es wirklich Bestien? Ja, es war ein furchtbarer Kampf. Ich habe um Haaresbreite überlebt. Verbietet dir dein Kodex, mir die Einzelheiten zu verraten? Ist wohl besser so. Hier, ich leg noch was drauf. Das hast du verdient. Jawohl. Ja, mit der Kohle. 100 Kronen. Okay. So gut. Das hat sich doch gelohnt, ey. Ey, ich würde mir wirklich wünschen, wenn die im nächsten Cyberpunk sag ich schon. Im nächsten Witcher noch ein bisschen das mehr. Das ist der Ort, den Margot erwähnt hat. Wo ist denn das Grab? Unter einer Kastanie, hat Margot gesagt. Ja. Das sieht auch geil aus gerade hier. Irgendwie ein bisschen chillig ist gerade. Wenn die im nächsten Witcher noch ein bisschen mehr noch tiefgründiges Rollenspiel machen würden, finde ich ehrlich gesagt. Das wäre noch ein Ticken geiler. Dass du noch mehr Optionen hast, noch mehr Möglichkeiten hast, deinen Charakter so zu bauen. Aber wie muss ich das jetzt machen? Jetzt, warte mal. Micheline Belle-Rose. Das ist es. So, das war's. Hä? Achso. Ja. Achso, jetzt. Achso, ja. Okay. Jetzt sind wir anderen. Übrigens, Cyberpunk DLC soll beim Summer Game Fest gezeigt werden. Ja. Da soll wahrscheinlich dann auch Gameplay gezeigt werden. Ich bin gespannt. Wenn sie da Gameplay zeigen, könnte es ja wirklich sein, dass es dieses Jahr noch erscheint. Das wäre geil. Hab ich schon Bock drauf. Unsere Herzogin. Ach, ja, bin gespannt. Hier in Beauclair ist das Leben nicht schwer. Naja, ist ja gut. Ist das Leben nicht schwer. Ich habe die Urne mit Margots Asche weggenommen. Wie du wolltest. Louis, bist du da? Na, jetzt geht's, glaube ich, erst. Jetzt kommt ich hätte wissen müssen, dass er nicht kommt. Na gut, du willst es nicht anders. Ja, stimmt, jetzt geht's, glaube ich, erst ab. Bitte, steh mich zurück! Ja, ich habe dich reingelegt, ich habe keinen Schimmer, wo die Karten sind, aber ich denke mir was aus, bestimmt. Ich hab's. Dieser Schwertschmied Trentin, den hab ich beim Quint mal abgezogen. Und er hatte kein Geld. Da hat er mir den Stolz seiner Sammlung versprochen. Ein tolles Schwert. Fein gearbeitet. Ich starb, ehe ich es holen konnte. Aber du könntest es haben. Sag ihm einfach, dass Louis de Corentin dich schickt. Der verblichene Louis de Corentin? Das könnte tatsächlich problematisch sein. Aber wenn... Genau. Der Mann ist ein unverbesserlicher Spieler. Seine Frau hat ihn gezwungen, Hilfe zu suchen. Hypnose oder so. Sie ist felsenfest überzeugt, dass er keine Karte mehr anfasst. Wenn sie erfährt, dass er immer noch spielt, dann kommt er in Teufelsküche. Danke. Was ein Schwein eigentlich, oder? Was ein Schwein. Nicht nur, dass er versucht, Geralt reinzulegen. Jetzt müssen wir, damit wir das bekommen, was wir wollen, auch noch andere Leute in die Scheiße mit reinziehen. Mein Gott, immer diese Halunken. Aber gut, er hat ja nur 3 Zähne im Maul. Was erwartest du da, weißt du? Ey, das wäre auch scheiße, weil du stirbst, wirst dann irgendeinen Geist und hast trotzdem immer noch nur 3 Zähne im Maul. Das ist ja irgendwie, weiß nicht. Das ist nicht mal refreshed wird oder sowas, weißt du?
Oh, da ist schon wieder so eine Nebenmission. Nach vorne. Der Typ, ne? Ah, okay. Hallo? Der beste Stahl Toussaint. Sieh nur selbst. Ja, zeig mal erstmal, was du hast. Zeig mir. Okay. Das kann auch immer. Antagonist ist aber auch ein geiler Name für ein Schwert, ey. Das ist ein richtig geiler Name. Ey, sag mal, das Verkaufen hier, man, mit der Vibration, das ist ja unmenschlich. Der Vibrationsmotor, der in dem Controller ist, Junge, da kannst du wirklich als Frau oder auch als Mann. Ja. Was kann ich denn noch hier verkaufen? Lass doch mal gemeinsam gucken. Ah, ich habe das nämlich beim letzten Mal nicht gemacht. Ich weiß nicht, ob ich meine diese ganzen Hexersachen verkaufen soll oder ob ich mir da später nochmal was zusammenschmiede, weißt du, damit ich das später nicht nochmal kaufen muss. Nochmal ausgeben muss, meine ganzen Ressourcen. Deswegen behalte ich das noch irgendwie in der Tasche. Aber, ja, genau. Gut. Das ist schon so. Gut. Ich bin hier, um das Schwert von Louis de Corentin zu holen. Wie dreist! De Corentin ist tot! Wer bist du? Sein Bruder? Sein Liebhaber? Louis hat nichts dergleichen erwähnt. Mag ja sein, aber dich hat er erwähnt. Und den Umstand, dass du gerne Gwent gespielt hast. Sehr gerne sogar. Bis deine Frau dir geholfen hat, die Sucht zu überwinden. Sie muss ein wahrer Schatz sein. Ach, diese Arschgurke! Ich wollte es doch wieder über den Kamin hängen. Jetzt, wo Louis die Radieschen von unten zählt. Aber es muss wohl sein. Na gut, das Schwert ist dein. Aber lass mich nicht einfach so hängen. Ich will wenigstens meine Ehre zurückgewinnen. Ein paar Ründchen um Geld vielleicht? Und deine Frau? Hast du keine Angst? In meinem Haus habe ich das Sagen. Frauen sind machtlos. Außerdem ist meine Frau gerade bei ihrer Schwester in Belhaven. Also, spielen wir? Ein richtiger Draufgänger, ey. Ja, ich... Ja, keine Ahnung. Ich bin nicht so Bock gerade. Na schön, du hast mich überzeugt. Auf geht's. Oh, da haben wir nichts zu sagen, Mensch. Aber die ist eh nicht zu Hause. Da bin ich der Hermaus. Oh, Junge. Du kleiner... Kurz. Gut, ich mach das Spiel. Wir hören uns gleich wieder. Ach ja, der kleine Macho hat komplett verloren. Naja, schade. Aber kann er ja denn bei seiner Frau trotzdem angeben? Ach Mist. Kann den Besten passieren. Ja, ja. Es sieht mir recht, weil ich einen Fremden herausgefordert habe. Was für ein Kartensatz. Ist gut, Mister. Ne? Ja, find ich auch. Ist nicht schlecht. Ist nicht schlecht. So. Okay. Dann können wir ja mal ganz kurz jetzt gemeinsam gucken, weil ich habe es beim letzten Mal natürlich trotzdem vergessen, auch wenn ich es angesprochen habe. Dass ich vielleicht mal zumindest die Schwerter abchecke. Hier haben wir natürlich drei Sachen drauf. Ja? Blutungsschaden 6% ist natürlich auch nicht schlecht. Ne? Hm. Das ist. Ja. Ja. Ja, ja, ja. Iris. Ach, Iris hat gar keinen Bonus. Aber da könnte ich einen Bonus hinzufügen. Oh, ich habe gar nichts dabei. Hm. Aber das hat schon einen Bonus automatisch schon dabei. Hm. Ja, also ich muss sagen, die hat sich jetzt nicht so deutlich gelohnt. Ehrlich gesagt, die Mission war jetzt nicht so geil, oder? Also, war recht standardmäßig. Ist das hier? Ah, welch glückliche Fügung. Ich bin so froh, dass du wieder da bist. Ach so, der da. Meister Hexer, welch Glück, dass ich dir begegne. Hast du Arbeit für mich? Einen Auftrag? Den Auftrag hast du schon zu meiner vollen Zufriedenheit erledigt, als du vor Jahren in Beauclair warst. Damals war ich knapp bei Kasse. Erinnerst du dich? Doch ich schwor, dich eines Tages voll zu bezahlen. Irgendwas klingelt da.
Leider warst du weg, bevor ich die Rechnung begleichen konnte. Also habe ich deinen Lohn auf ein Konto eingezahlt, damit das Geld sicher ist. Hm, was für ein Konto? Ein Sparkonto bei der Chianfanelli Bank. Du kannst einfach hingehen und das Geld abheben. Es dürfte mittlerweile ein hübsches Sümmchen sein. Danke. Ich gehe hin, sobald ich dazu komme. Cool. Papierkrieg. Ich sollte mal bei dieser Bank vorbeischauen. Oh nein. Ist das die Mission mit Passierschein? Nein, das ist sie nicht, oder? Wie heißt die Mission mit Passierschein? Das war doch auch ein Blatt in meinem DLC von. Das müsst ihr mir unbedingt nochmal in die Kommentare schreiben. Ich kann das natürlich auch nochmal nachgoogeln. Aber die war ja richtig geil. War es wirklich nötig, einen Hexer zu holen? Wozu haben wir eigentlich Ritter? Was ist denn hier los? Ist hier irgendwie ein Turnier los? Ist hier das Turnier? Ja. Boah, ich weiß nicht, ob das die Mission ist. Die war richtig... Oh, ich glaube ja. Oder? Lass abchecken. Lass einfach mal abchecken. Ich muss tagsüber nochmal herkommen. Lass einfach mal schlafen. Bis 10. Unsere gnädige Herren einen so zuverlässigen Fachmann gerufen hat. Kind. Ja, wie kann ich dir helfen? Muss immer. Willkommen in der Chianfanelli Bank. Wir sorgen für Ihr Geld, als wäre es unseres. Und der Kunde ist König. Wie kann ich helfen? Ich habe hier ein Konto. Ich möchte gerne was abheben. Aber sicher, dein Name? Gerald von Riva. Einen Moment bitte, ich sehe in den Akten nach. Da ist ein Haken. Haken 22. Ich fürchte, ich kann nicht weiterhelfen. Besondere Umstände. In den Akten ist ein Vermerk. Der Kontoinhaber ist verstorben. Das stimmt nicht, wie du siehst. Das muss ein Fehler sein. Der Vermerk ist eindeutig falsch. Um das Konto zu reaktivieren, brauchst du Passierschein A38. Begib dich bitte zu Schalter 1, um weitere Informationen zu erhalten. Yes! Es ist doch eben so. Wo ist Schalter 1? Viel Glück dabei. welcher Asterix und Obelix Film war das nochmal? War das der in Rom oder was? Oder ich weiß gar nicht mehr. Schalter 1. Eieiei. Willkommen in der Chianfanelli Bank. Wir sorgen für Ihr Geld, als wäre es unseres. Und so weiter und so fort. Wie kann ich helfen, der Herr? Ich möchte mein Konto reaktivieren und brauche ein Exemplar von Passierschein A38. Falscher Schalter, tut mir leid. Was soll das heißen, falscher Schalter? Man hat mir gesagt, dass ich hier den Passierschein A38 kriege. Ganz ruhig, mein Herr. Nicht, dass euch noch eine Ader platzt. Sag mir einfach, wo ich das blöde Papier kriege. Oben vielleicht, bei den Akten oder unten im Archiv? Fragt danach, mein Herr. Also schön. Oh, geil. Ey, ich hab die Zeichentrick Asterix und Obelix Filme damals so geliebt. Aber gut, das haben die meisten wahrscheinlich, oder? Die waren schon geil. Ich bin mir aber sehr sicher, das war doch irgendwie mit Rom. Erobert Rom oder so? Ich glaub ja, ne? Unsere Bank ist der Stolz von Beauclair. Ja, hast ja. du ein Anliegen? Ja, hab ich. Was ist denn los? Ach, lass doch die Kerzen, ey. So nervig mit den Kerzen. Geh doch mal dahin, bitte. Was ist denn das? Was haben wir denn da? Die Zeiten sind hart. Das Geld ist knapp und zu allem Überfluss gibt es auch noch Diebe. Ja, Mensch. Was ist denn? Wir haben hier sehr viel zu tun. Ich brauche Passierschein A38. Kannst du mir vielleicht ein Exemplar ausstellen? Ach, verflixt. Die sind geradeaus. Was? Im Ernst? Natürlich nicht.
Ich habe so etwas gar nicht. Du befindest dich hier im Archiv. Ey, woher kennt man die Stimme? Irgendwie liegt es mir auf der Zunge, den kennt man doch auch, den Sprecher. Und wenn ich eine kleine Spende tätige, an einen bestimmten Bankmitarbeiter? Bestechung, mein Herr? Wie geschmacklos. Ich kann euch wirklich nicht helfen. Das hier ist das Archiv. Danke, das wäre alles. Ja, ja, das sagen sie alle. Wenn ihr wieder oben seid, richtet ihnen aus, dass sie gefälligst nicht jeden verirrten Trottel mit einem Problem zu mir schicken. Junge, wen nennst du hier Trottel? Verdammte Bürokratie. Ja. Willkommen in Deutschland. Ja. Hast du was auf dem Herzen? Alles in Ordnung? Mann. Das ist ja ein Spiel. Da kannst du ja das machen, was du eigentlich am liebsten... Na, im echten Leben würdest du es natürlich nicht machen. Aber hier, ich hätte jetzt schon Bock, einfach die komplette Bude hier abzufangen. Ne? Jetzt schon. Hast du ein Anliegen? Geld. Muss immer. Die beste, keine Ahnung. Ich hatte zum Beispiel mal eine Situation, da war das, glaube ich, was war das? Ich weiß gar nicht, war das jetzt wegen Ausweis erneuern oder Führerschein oder irgend sowas? Und da waren so ein richtig zwei super lustige Moodies am Start, die nebeneinander gearbeitet haben. Es hat natürlich alles super lang gedauert. Wenn du was willst, ihr kennt es alle, jeder von euch kennt es. Wenn die was wollen, muss sofort passieren. Ansonsten gibt es direkt dir Säumungszuschlag und am besten noch Schläger auf den Hals gehetzt. Wegen 3 Euro oder sowas. Oder Unterlagen, reichen Sie bitte alle Unterlagen ein. Wenn du was von denen willst, lass mal ein Nickerchen machen und dies und das. Und die haben einfach Jokes gemacht von mir. Ich sag so, hier, ich möchte einfach nur das und das abholen und so. Und dann so die eine zu der anderen. Weißt du Bescheid? Weißt du Bescheid? Einfach so random, einfach so aus dem Nichts. Also, mit hier im falschen Film, ich sage, hallo, können Sie mir vielleicht meine Dokumente jetzt geben? Ja, entschuldigen Sie mal bitte hier. So, weißt du, direkt sich ange... Ach komm, hör doch bloß auf, ja. Und da würde ich schon ganz gerne mal so, keine Ahnung, kleinen Böller in den Mülleimer werfen. Wäre lustig. Willkommen in der Kianfanelli Bank. Wir sorgen für Ihr Geld, als wäre es unseres und der Kunde ist König. Wie kann ich helfen, der Herr? Kriege ich hier den Passierschein A38? Selbstverständlich. Gebt mir nur Formular 202, bitte. Formular 202? Was soll das werden? Ein Scherz? Mein Herr, ich halte hier nur die vorgegebenen Verfahrensweisen ein. Der Passierschein A38 kann nur bei Vorlage von Formular 202 ausgestellt werden, wie in Verordnung N60 ausdrücklich erwähnt. Begebt euch bitte zu Schalter 1. Von da komme ich gerade. Egal. Bis gleich mit Formular 202. Vorgedrängelt wird nicht. Vorgedrängelt? Ich dränge doch nicht vor, Mensch. Du hast dich vorgedrängelt. Ich bin der Boss hier. Und was willst du dran machen? Das ist mir völlig egal. Du mieser Rüpel! Das lasse ich mir nicht bieten! Warte nur, dir bringe ich Manieren bei! Na los, schlag mich! Meine Herren, bitte! Wenn ihr euch schlagen wollt, tut es draußen! Raus! Sofort! Ist das geil, ey. Der Zwerg mit seinem Pisspot auf dem Kopf. Ach, Leute, was ist hier los? Auch das würde man ab und zu gerne mal machen, ne? Wenn jemand denkt, er kann sich einfach vordrängen. An der Tür von der Bank! Schon wieder! Zum dritten Mal in dieser Woche! Aber meinen meisten reicht es einfach, das mal zu erwähnen. Dann sind die schon geschockt. Weil 90% der Leute halten einfach das Maul. Das ist halt das Ding. Ich werde dir zeigen, was es heißt, anständig zu sein. Das ist halt das Ding, wa? Du kleiner Bankkunde, ey. Du schlag dich einfach zu breit, ey. Aber es ist auch geil, dass direkt bei der Schlägerei sich alle sammeln. Oh, jetzt gib's ihm. Benimm dich bloß, Freundchen. Bist das schließlich in Bordell. Ich werde dir zeigen, was es heißt. Ey, das wäre halt so geil, weißt du, wenn, ey, hoffentlich gibt's irgendwann mal ein Spiel, wo du dann einfach hingehen kannst, kopflos, einfach kopflos.
Und dann mal gucken, was passiert. Ich meine, obwohl, bei manchen Spielen kannst du es machen, ne? Ich bin mir nicht, warte mal. Geht das nicht? Ja, siehst du, das geht nämlich nicht. Schade, ja. Und auch jetzt hier bei der Mission, es wäre halt noch so geil, wenn du noch mehr Varianten hättest, wie du da antworten kannst auf die Leute, weißt du? Dass du da ein bisschen mehr Stress machen kannst oder irgendwie was. Es gibt keinen sichereren Ort als eine Bank. Ja, natürlich, das ist die sichere, der sicherste Ort. Also, wo ist sie hingegangen? Romane. Ich muss dem Duft folgen. Das könnte die richtige Spur sein. Für diesen Minifetzen hätte unser Monatsgehalt wohl nicht ausgereicht. Hast du ein Anliegen? Wo sie das ganze Geld her? Ja. Nimmt? Willkommen in der Chianfanelli Bank. Ja, wie kann ich dir helfen? Du hast dich vorgedrängelt, Herr! Schalte ein, wie komme ich denn jetzt da ran, ey? Sie sagen, Puffärmel wären schwer im Kommen. Entschuldigung. Ich suche Schalter 1. Puffärmel? Nicht dein Ernst. Ich konnte es auch gar nicht glauben. Hallo. Könnt ihr nicht lesen? Wir sind in der Pause. Celine, Liebling, kannst du mir das eben abzeichnen? Ah, da bist du ja. Hör mal, ich... Wir sind in der Pause. Wie man sich auch um Freundlichkeit bemüht, es hat keinen Zweck. Genau das meine ich, genau das meine ich. Ja, ich schätze, ich muss warten, bis sie mit ihrer Pause fertig sind. Neulich sitze ich so zu Hause rum, als ich plötzlich klopfe. Ich mach auf und wer steht da? Die Zeugen Majorans. Die Zeugen Majorans? Was? Du musst warten, sie machen gerade Pause. Ja, danke, dass du mir nochmal die Situation erklärst. Vielen Dank dafür. Und? Was willst du hier, mein Freund? Passierschein A38. Ich glaube, Formular 202 brauche ich auch. Formular 202? Kein Problem. Zertifikat P. Das ist was anderes. Aber wenn wir schon warten müssen, wie wär's mit einer Runde Gwint? Ja, Leute, ich mach den mal eben platt. Warum nicht? Spielen wir. Musik in meinen Ohren. Ich arrangiere sogleich meine Karten. Ich arrangiere gleich mal meine Karten. Gut, den mach ich auch eben platt, damit er rollen geht. Ach ja, süß. Süß, wie er es probiert hat. Ich hab 174, Junge. 174. 113. Du bist der Spieler, wie ich sehe. Gratulation. Als Preis enthülle ich dir meine narrensichere Abkürzung durch den Bürokratiedschungel. Es ist zwecklos, die offiziellen Kanäle zu bemühen. Ich habe die Leute alles versuchen sehen. Magie, Hypnose, Bestechung. Nichts nützt. Dann kann ich ja wieder gehen. Kann ich gar nichts machen? Nur eins. Freundlich sein. Sehr freundlich. Diese Frau da sitzt täglich 12 Stunden im Schalter und bekommt von kaum jemandem mal mehr zu hören als guten Tag. Besorg ihr ein paar Blumen, etwas Parfum. Dann wirst du schon kriegen, was du willst. In 0,0. Das ist einen Versuch wert. Viel Erfolg. Tja, und warum sitzt er selber da noch? Okay, Kira, okay. Guck mal, welche Kerzen hat er jetzt ausgemacht? Rede doch einfach. Willkommen in der Chianfanelli Bank. Wir sorgen für ihr Geld, als wäre es unseres und so weiter und so fort. Wie kann ich helfen, der Herr? Man braucht Formular 202, um den Passierschein A38 zu kriegen. Wusstest du das nicht? Hättest du mir das nicht sagen können? Ich habe reichlich Zeit wegen dir verschwendet. Bitte, mein Herr, kein Grund, gleich ausfallend zu werden. Ich ging davon aus, dass ich so offensichtliche Tatsachen nicht extra erwähnen muss. Das haben wir gleich. Vollständiger Name? Gerald von Riva.
Mal sehen. Gedon, Gemmel. Hier, Gerald von Riva. Tut mir leid, aber ich kann Formular 202 nicht ausstellen. Wie bitte? Der fragliche Antragsteller wurde für tot erklärt. Offiziell. Also, mein Herr, wie soll ich das im Kassenbuch formulieren? Ich habe dir Blumen besorgt, als Zeichen meiner Dankbarkeit für deine Hilfe bei meiner Akte. Aber ich... Aber das geht doch nicht. Für mich? Wirklich? Sie passen zur Farbe deiner Augen. Meine Treu, ihr seid aber ein Charmeur. Wartet einen Moment. Ich hole Meister Chianfanelli. Vielleicht kann er etwas mit weniger Verwaltungsaufwand arrangieren. Immer wieder sage ich Ihnen, ich will nicht gestört werden. Aber es will immer irgendein Depp nicht warten. Donnerwetter, wen haben wir denn da? Grüß dich, Meister Geralt. Du warst ja schon ewig nicht mehr hier. Ich war ziemlich beschäftigt. Aber jetzt bin ich hier und bräuchte deine Hilfe. Natürlich. Wie kann ich dir behilflich sein? Muss immer stimmen. Es gibt ein Problem mit meinem Konto. Ich wollte Geld abheben, aber... Gar kein Problem. Das geht ganz schnell. Es sind nur wenige Formalitäten. Ich weiß. Zum Beispiel Passierschein A38. Ohne die Papiere sind mir die Hände gebunden, Geralt. Aber du findest dich gewiss rasch zurecht und bekommst sie im Handumdrehen. Chianfanelli, keine Ausreden mehr. Zahl mich aus. Jetzt! Bitte, Meister Hexer, wozu die Aufregung? Natürlich zahlen wir dich aus. Du brauchst nur die erforderlichen Dokumente. Ich habe hier ein Dokument mit sehr viel mehr Gewicht als eure Formulare und Passierscheine. Hier, sieh mal. Die gnädige Herzogin hat dich angeheuert? Mhm, und als ihr persönlicher Gesandter verlange ich Zugriff auf mein Konto. Sofort. Jawohl, Meister Hexer. Hier entlang. Wie läuft denn das Geschäft, Meister Hexer? Kann nicht klagen. Gut für dich. Das sieht in unserer Branche ganz anders aus. Der Weinabsatz fällt und fällt. Das liegt an den blöden Namen, ich sag's dir. Kein Mensch außerhalb des Herzogtums kann Namen wie Côte de Blessure aussprechen. Sie verknoten sich die Zunge und genieren sich danach zu fragen. Ach, gib doch einfach Unsere Bank ist der Stolz von Beauclair. Hast du ein Anliegen? Oh, ich bin hier mit dem Chef unterwegs. Was denkst du, was mein Anliegen ist? So, Bankfach 256. Ganz hinten rechts. Was zur Hölle soll das, Chianfanelli? Das Fach ist leer. Tja, also, Geld muss zirkulieren. Und als wir erfuhren, dass du tot bist, Meister, haben wir deins in den Kreislauf zurückgegeben. Ein paar Aktien, Anleihen und Investitionen in Weingüter. Im Handumdrehen war das Fach leer. Du solltest es beim Namen nennen. Du hast mich beklaut. Aber nicht doch, Meister Hexer. Das würde ich nicht wagen. Natürlich würdest du. Und du wirst dafür aufkommen. Mach das Tor auf. Meister Hexer, ich zahle alles bis auf den letzten Kopper zurück. Beim Bart meiner Großmutter. Du hast mich schon einmal reingelegt. Das lasse ich nicht nochmal zu. Meister Geralt, ich bitte dich, halt an dich. Wir finden eine Lösung. Ganz bestimmt. Ich schneid dir das Geld aus dem Wanst, wenn es sein muss. Wache! Hilfe! Es war doch nur ein Hinweis, sag ich mal. Komm zu, Papi! Ihr Schweine, ey. Das muss man sagen, bei Cyberpunk hat man schon ein bisschen mehr Varianz, zumindest bei den großen Missionen, wie du die dann angehst. Weil hier wäre das zum Beispiel ganz geil, wenn du direkt auf Schambolzen-Style unterwegs wärst.
um da ein bisschen schneller an die Dokumente zu kommen oder an den Chef. Oder halt von Anfang an ein bisschen aggressiver, weißt du, dass sie direkt dich attackieren und so. Sich denken, oh scheiße, wer macht da Lärm? Weißt du, das wäre irgendwie, es ist natürlich auch viel aufwendiger, aber muss man auch sagen. Aber das sind so die Punkte, die ich am Anfang meinte, dass noch ein bisschen mehr Rollenspiel-Aspekte. Dass du noch mehr Varianz hast, wie du spielen willst, das wäre noch nicht ganz geil. Obwohl es schon hier im Vergleich zu vielen anderen Sachen sehr gut ist. So bist du ja nicht. Schlüssel. Wenn ich den Fatzke erwische. Junge, merk dir nur eins, Seattle Karate ist besser als alles andere, Mann. Fatzke. Ja, Mariam, schließ das Konto und zahl den Herrn aus. Danke. Meister Hexer, dein Geld. Mach bitte nur keine Schwierigkeiten mehr, ja? Ist das alles? Ich hatte mindestens ein paar Tausender erwartet. Da ging einiges ab. Steuern, Inflation und so weiter. Für die Wirtschaft kann keiner was, nicht wahr? Das hätte ich mir denken können. Ah, Meister Hexer, eins noch. Komm nie wieder in meine Bank. Ich brauche keine Kunden wie dich. Ja, hast du was auf dem Herzen? Einen Hexer nach dem Biest schicken? Tja. Am Ende sind es nur 200 Goldstücke, weißt du? Auch da, es wäre geil, wenn du denn sagen könntest, ey, für diesen Scheißaufwand kriegst du wenigstens noch mal einen Boxer ab, oder? Soll auch den kleinen Kopfnuss geben, weißt du? Einfach so, weil du so richtig angepisst bist und er frech wird. Das wäre halt wirklich cool, Mann. So, ansonsten zu Hause ist am schönsten. Ich werde ja noch mal kurz reinschauen in die Mission. Aber es gab doch auch super viele Nebenmissionen, wo richtig geile Bossfights auch hinter versteckt waren. War das nicht so? Willkommen zu Hause, Herr. Ich bin Barnabas Basilius Foti. Auf Anweisung der Herzogin diene ich dir als Haushofmeister auf Corvo Bianco. Zuvor habe ich mit Auszeichnung im Anwesen der Familie Nibilly und in Nazaire bei Admiral Rompailly gedient, der, wie sicherlich bekannt ist, ein außerordentlich fordernder Edelmann ist. Mensch, Barnabas Basilius, eines solltest du wissen. Ich bin kein typischer Grundbesitzer. Ehrlich gesagt, ist das hier mein erster Besitz. Oh, in diesem Fall solltest du alles mir überlassen. Ich werde alles organisieren, mich um alles kümmern und das Haus in Ordnung halten. Ich würde sogar behaupten, dass dieses Weingut bald zu den wohlhabendsten gehört. Großartig. Ich sehe, ich bin in guten Händen. Das Weingut scheint eine lange Geschichte zu haben. Weißt du, wem es vor dir gehört hat? Also vor mir, meine ich? Baron Rossell, der bankrott ging und gezwungen war, das Anwesen an die Herzogin zu verkaufen. Der Baron hatte es wiederum Monsieur Boulius abgekauft, dem Scharfrichter. Eine schillernde Persönlichkeit mit kedwenischen Wurzeln. War er wirklich ein Scharfrichter? Nein, er nicht. Aber sein Urgroßvater. Ja. Anscheinend war dieser ein gewöhnlicher Taschendieb gewesen, der sich den Posten des herzoglichen Scharfrichters in Beauclair sichern konnte. Er nahm seine Arbeit sehr ernst. Angeblich soll er mehr Köpfe abgeschlagen haben, als Reben in den herzoglichen Weinbergen wachsen. Er zögerte nie, kein einziges Mal. Er schlug nie ungleichmäßig zu, vermasselte nichts. Für seine mustergültigen Dienste verlieh ihm der Herzog einen Titel und dieses Anwesen. Monsieur Boulius wiederum war in jüngeren Jahren Ingenieur. Als er in den Ruhestand ging, ließ er sich hier nieder und kelterte Wein. Zu seinem Unglück verlor er zuerst seinen Geruchssinn, dann den Geschmackssinn. Außerdem konnte er keinen Alkohol trinken. Der Arzt hatte es ihm verboten. Wie schrecklich. Hat er dann aufgehört, Wein zu keltern? Nein, überhaupt nicht. Er produzierte sogar noch mehr. Er begann, wilde Bälle zu veranstalten, zu denen er Freunde von nah und fern einlud, damit sie seinen Wein trinken und genießen konnten. Solch ein Mann war er, Monsieur Boulius. Würde es dir was ausmachen, mir Corvo Bianco zu zeigen? Nein, überhaupt nicht. Folge mir bitte.
Ich denke, wir sollten auf dem Hügel beginnen. Sieh nur, Herr, dein Gut in all seiner Pracht. Ziemlich groß. In der Tat. Und jetzt würde ich dir gerne einige interessante Einzelheiten zeigen. Folge mir. Bist du schon dein Leben lang Haushofmeister? Ja, davon gab es in meiner Familie eine ganze Reihe. Mein Vater war ein Haushofmeister, so wie mein Großvater vor ihm. Meine Großtante auch. Sie hat diese Tradition begründet. Großtante? Eine harte Frau. Angeblich wusste sie schon als Kind, was sie wollte, und hat es dann auch erreicht. Als sie nach Beauclair kam, nahm sie eine Stelle als Zimmermädchen auf einem Weingut an und arbeitete sich langsam zur Haushofmeisterin hoch. Sie hat den Rest der Familie mitgeschleift. Ah, das die Quartiere für das Gesinde. Ich wohne im grünen Haus. Mit der Erlaubnis der Herzogin habe ich Bedienstete eingestellt, die aus der herzoglichen Schatzkammer bezahlt werden. Wie nett von ihr. Zugegeben, das ist nicht der schönste Teil des Anwesens. Aber als Herr des Weinguts sollte man wissen, wo die Bediensteten wohnen. Sowas finde ich eigentlich immer ganz geil, wenn du auch irgendwie sowas, wie soll man sagen, so Micromanagement-mäßiges hast in deinen Rollenspielen. Dass du irgendwie so eine kleine Stadt aufbauen kannst oder so ein kleines Dorf oder wo du denn Leute engagierst, die dann für dich arbeiten, wo dann Baron neues Rochelle Geld reinkommt. Baron Rochelle hat angeordnet, auf diesem Teil des Weinguts die Reben zu entfernen und stattdessen Olivenhaine zu pflanzen. Sie sind wunderschön, besonders im Frühling. Sieht jetzt aber auch schon nicht schlecht aus. Ich hol mir auch noch was weg. Rede, der. Ja, wie gesagt, sowas finde ich geil. Sowas finde ich geil. So Micromanagement noch so ein bisschen, weißt du? Wo dann immer wieder so ein bisschen Kohle reinkommt. Oder Ressourcen. Dort unten erstreckt sich das Weingut. Dort bauen wir Carvanere an, eine der ältesten Sorten der Welt. Der Wein wird in Eichenfässern gelagert und bildet exquisite Noten von Brombeere, Wildkirsche, Pflaume und Zimt aus. Wundervoll. Ich sollte ihn mal probieren. Auch Pferde sterben, wenn sie immer galoppieren müssen. Okay. Was ist mit dem denn los, Alter? Schön hier. So schön, ey. Schöner Brunnen. Malerisch. Ja, obwohl er vor langer Zeit ausgetrocknet ist. Während seiner berüchtigten Feste ließ Herr Bullius den Brunnen mit Wein füllen. Es gibt eine Geschichte über einen Gast, der zum ersten Mal an einem Bullius-Ball teilnahm und diesen Brauch nicht kannte. Er litt an Herzschmerz und wollte sich durch einen Sprung in den Brunnen das Leben nehmen. Das Fest neigte sich seinem Ende und der Brunnen war fast leer, als der suizidale Gast sprang. Statt zu sterben, brach er sich nur die Beine. Um den Schmerz zu betäuben, trank er den Wein. Hat er sich zu Tode getrunken? Nein, keineswegs. Als er am nächsten Tag gefunden wurde, erzählte er, dass er Zeuge eines Doppelwunders gewesen sei. Wasser war zu Wein geworden und er hatte überlebt. Er zog sich in ein Kloster in den Drachenbergen zurück und predigte fortan die Lehren Majorans. Das ist alles meins. Tja, richtig nice. Was ist mit dem Wulpen los, ey? Monsieur Baudius' Gemahlin Nina hatte hier einen Garten angelegt. Ein sehr schöner Ort damals. Er ist etwas vernachlässigt worden. Das stimmt. Aber seine frühere Schönheit lässt sich mit frischen Kräutern und weiteren Pflanzen schnell wiederherstellen. Was ist mit den verdammten Wolken da los? Madame Nina hat hier kleine, zarte Blumen und Kräuter angepflanzt. Man könnte meinen, das Aroma liegt noch immer in der Luft. Du bist ja ein Romantiker, Barnabas Basilius. Barnabas Basilius.
Schön, schön, schön. Schön friedlich, ey. Ich wär lieber der Hammer als der Nagel. Oh ja, Biba. Alles klar. Die Frage, die sich Geralt vielleicht auch stellt, kann er hier ein Harem aufbauen? Ne? Das ist natürlich auch eine wichtige Frage. Dies diente als zusätzlicher Weinkeller in den Jahren mit reicher Ernte. Hm. Mit etwas Arbeit wird das ein schöner Stall für Plötze. Der Keller, voilà. Unter Monsieur Boulius wurde hier Wein gelagert, aber Baron Roussel bewahrte hier auch Olivenöl auf. Ich war so frei und habe die Unordnung beseitigt, die... Die durch meinen Kampf mit der Bruxa entstanden ist? Vielen Dank, Barnabas Basilius. Gut, was ist? Noch nicht ganz. Okay, Barnabas. Wie man sieht, ist die Fassade, wie soll ich sagen, leicht fleckig. Aber ein gewisser südländischer Charme lässt sich trotzdem erahnen. Stimmt, aber sie könnte gewiss etwas Farbe vertragen. Na los, Barnabas, bist du ein bisschen schüchtern oder was? Und willkommen im Haus. Ja, auf der linken Seite liegt das Hauptschlafzimmer. Rechts sind der Speisesaal und die Küche. Oben befindet sich das Gästezimmer, das gerade als Abstellraum dient. Keine schlechte Idee. Das Anwesen ist im Augenblick sehr spartanisch eingerichtet. Aber wir werden uns sicher auf ein paar Neuerungen einigen können. Zum Beispiel würden Gemälde dem Domizil sofort neues Leben einhauchen. Du hast jetzt das gesamte Anwesen gesehen. Corvo Bianco ist ein wunderschönes Gut, auch wenn der Zahn der Zeit an ihm genagt hat. Aber verzeih mir meine offenen Worte. Wenn du eine kleine Summe in die Verschönerung des Guts investieren willst, bin ich jederzeit zu Diensten. Ich werde darauf zurückkommen. Ich wende mich an dich, wenn ich was umgestalten möchte. Es könnte nicht schaden, das Gut ein wenig aufzuhübschen. Oh, keinesfalls, Herr. Die Frage ist nur, wo du mit der Verjüngungskur beginnen willst. Dieses weitläufige Gelände. Vielleicht sollte es endlich besser genutzt werden. Oh ja, das sollte es. Meiner Meinung nach gebietet dein Beruf, einen Schleifstein und einen Rüstungsschmiedetisch aufzustellen. Das wäre doch ein guter Anfang, nicht wahr, Herr? Ich muss von Zeit zu Zeit an meiner Rüstung arbeiten. Hier ölen, da verstärken. Ich könnte einen guten Arbeitstisch gebrauchen, wo ich das alles machen kann. Admiral Rompagny hatte einst einen Spezialisten angeheuert, der die besten Rüstungsschmiedetische diesseits der Yaruga hergestellt hat. Ich werde ihn sofort kontaktieren. Gut, bestelle mir so einen Tisch. Sofort, Herr. Ich denke, es wird höchstens einen Tag dauern, bis er da ist. Brauchst du sonst noch etwas? In meinem Beruf werden Klingen ziemlich schnell stumpf. Ich könnte einen Schleifstein gebrauchen, einen hochwertigen. Natürlich. Niemand wird das als unnötige Extravaganz betrachten, würde ich sagen. Dann bestelle bitte einen. Einen Stein von hoher Qualität, der im Hof aufgestellt werden soll. Natürlich. Ich schicke sofort einen Boten in die Stadt. Ab morgen kann hier nach Herzenslust geschliffen werden. Brauchst du sonst noch etwas? Ich habe über die Außenwände nachgedacht. Vielleicht ein frischer Anstrich oder Ausbesserungen? Dürfte ich einen Vorschlag machen? Warum unterziehen wir nicht alles einer allgemeinen Renovierung? Früher einmal habe ich solche Arbeiten bei Admiral Rompagnys Sommerresidenz beaufsichtigt. Das Ergebnis war atemberaubend.
Nicht nur die Residenz hat danach gefunkelt. Wir haben auch noch Platz zum Ausstellen der Rüstungen und Waffen des Admirals geschaffen, die dieser mit Begeisterung sammelte. Ich muss darüber nachdenken. Ich verstehe, natürlich. Wie die geschätzte Herrin Evie Nibili so passend sagte, manche Dinge sollte man nicht überstürzen. Das war fürs Erste alles. Danke, Barnabas Basilius. Okay, ja. So viel Kohle habe ich denn doch nicht. Wie viel habe ich denn überhaupt? Wurde ja leider nicht angezeigt. 500 nur noch. Okay, super, alles klar. Ich bin ein armer Schlucker. Gut. Gut, ich habe verstanden. Na gut, okay, so, ich würde aber sagen, als nächstes würde ich dann die Hauptmission weiter angehen. Ich habe mir die Finger völlig zerschnitten. Ja, ja, ja. Ey, wie gesagt, ich höre da die ganze Zeit direkt nur Ellie. Aber das ist halt die junge Ellie. Das ist irgendwie ein bisschen komisch, wenn dann die bei einer erwachsenen Frau zu stimmen. Gut, was haben wir denn? Obwohl, was haben wir denn noch an dem Mission? Wo sind denn noch die geilen, richtig geilen, so, weißt du, wo richtig geile Bossfights sind oder wo die fetten Waffen sind und hast dich gesehen? Ich muss nochmal selber nachgucken. Ich hatte mir sogar eine Liste rausgesucht, ich muss nochmal nachschauen. Aber, jetzt singe ich mal. Nö, Mann. Mensch, wir hatten doch hier einen Schnellreisepunkt, ja, wollte ich sagen. Ich würde aber trotzdem sagen, wie gesagt, beim nächsten Mal machen wir dann erstmal mit der Nebenmission weiter. Mit der Hauptmission, meine ich. 5, 6, 7, 8. Hallo? Kletter doch einfach darüber. Was ist denn hier los? Eine Ladung Trauben ist Brot schwerer als deine Schwertlacht. Das sind die Leute, die bei mir arbeiten. Mensch, du, tausch die mal aus hier. Ist das vorher wirklich, ey? Was ist denn hier, Ist das hier Rentner-Arbeitsvermittlung oder was? Mein Gott. Oh, Junge, sieht das geil aus. Ich liebe dieses farbenfrohe bunte Setting einfach. Richtig nice. Guck mal hier, der Blick da oben bis zum Schloss da oben. Oder zur Burg. Hier, die kleinen armen Bettlerkinder. Super, oder? Geiler Anblick. Die, Bitches tanzen auch hier schon am Straßenrand. Super, geil. Ey, hier fühlt man sich einfach wohl. Gut, Freunde, hier machen wir dann auch beim nächsten Mal weiter. Seid gerne am Start, danke fürs Zusehen, liken, kommentieren, gerne unterstützen. Vielen Dank dafür und man hört sich. Haut rein und tschüss.